Libertas Hallo, hier bin ich wieder und es geht auch gleich weiter mit dem fünften Abschnitt. Beobachtend legt der Rabe seinen Kopf schief. Von hier oben sehen die Menschen winzig aus und die Tiere wie Spielzeuge. Er ist alleine, immer alleine. Das ist nicht ideal für einen Raben. Raben sollten zu zweit sein und einen Partner haben, mit dem sie ihr Leben teilen. Er schickt drei raue Krächzer nach unten, doch die Lebenden dort scheinen ihn nicht zu beachten. Grömitz, Sommer 2012. Das wird doch nie was. Konrad Kumnet, der ehemalige Verwalter von Libertas Haus und nun seines Jobes ledig, hat die Alten des Dorfes auf dem Hof versammelt und kommentiert die Bemühungen eines nun schon ziemlich verschmutzt aussehenden jungen Mannes im weißen Unterhemd, einen schmalen Bohrer in die granitharten Porphyrfelsen zu zwingen. Der Mann wirft Corinne einen Blick über die pfeifende und stöhnende Maschine zu. Verdammt, er versucht mit mir zu flirten. Lachend wirft Corinne ihr Haar nach hinten. Endlich mal eine menschliche Regung in diesem Kaff. Die Alten hatten sich versammelt, als sie wie von selbst das Gerücht verbreitete, dass Corinne für die Versorgung von Ställen und Haus einen Brunnen bohren lassen wollte. Als erstes erschien Kumnet, selbstgerecht und wichtig. Noch nie hätte es hier einen Brunnen gegeben. Die Osis, denen der Hof früher gehört hatte, eine der reichsten Familien der ganzen Gegend. Alle hätten zum Brunnen unten im Dorf gehen müssen. Keinem wäre es gelungen, durch den Porphyr einen Brunnen zu graben. Alle hätten es versucht. In keinem der großen alten Höfe gäbe es einen Brunnen. Das wäre gar nicht möglich. Wäre noch nie möglich gewesen. Auch heute nicht. Hämisch versammelten sich die Alten auf der Baustelle und kommentierten die Bemühungen des Brunnenbauers. Corinne hatte einen Spezialisten holen müssen, einen Fanatiker mit einer Spezialmaschine. Doch auch ihm schienen Zweifel zu kommen, ob sein Gerät den harten Stein bezwingen konnte. Der Brunnen, den ich nicht bohren kann, den gibt es nicht, hatte er noch getönt. Doch nun sieht es vielleicht anders aus. Seit den frühen Morgenstunden müht sich die Maschine bereits, mehrere Bohrerspitzen hatten ausgewechselt werden müssen und die Flüche des Brunnenbauers, zunächst unterdrückt, wurden immer lauter. Das Grinsen der Alten, die nun schon seit Stunden ausharren, immer breiter. Geschichten werden erzählt, Bestätigungen dessen, dass manches sich niemals ändert und das auch gut so war und man das auch gar nicht will, dass sich überhaupt irgendwas ändert. Und dann plötzlich, erst ein dicker brauner Brei, dann eine Brühe und dann Gefäße her, schnell, Wannen, Eimer, schnell, das Wasser kommt. Das Wasser kommt. Braunes, eisenhaltiges Wasser mit starkem Schwefelgeruch, das immer klarer wird, je mehr fließt. Und es fließt. Viel Wasser. Ströme von Wasser, durch eine Pumpe zutage gefördert. Das Wasser ist da. Libertas Haus hat einen Brunnen. Langsam ziehen sich die Alten zurück, einer nach dem anderen, stumm und ohne weitere Kommentare. Corinne lacht laut und freut sich. Na, seht ihr? Es gibt nichts, was wir nicht schaffen. Das Wasser ist da, wo vorher nie eins war, ihr Kleingeister. Gut, das war's auch schon für heute. Ja, ich hoffe wie immer, dass es euch irgendwie, ja, nicht nur irgendwie, sondern sicher Spaß gemacht hat und dass ihr das gerne gehört habt und dass es euch interessiert. Und ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Genau, wenn euch das Video gefällt, dann empfehlt es weiter oder gebt vielleicht einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Genau, ich verlinke euch hier in der Kommentarleiste nochmal das Video davor, also den vierten Abschnitt. Und auch nochmal den Link zu unserem Blog. Weil es ist ja immer noch so, dass wir nach Leuten suchen, die auch mitschreiben, also die vielleicht auch ein bisschen was. Ihr seht ja, es geht viel auch um die DDR, um die Geschichte damals. Und die da gerne auch mitschreiben oder Ergänzungen machen oder genau. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!